zu machen. Einerseits, dass ich schon eine Zeit lang nichts mehr gemacht habe. Und andererseits, ich bewege mich seit 10, 15 Jahren in Sales- und Marketing-Rolle. CRM ist irgendwie ein Thema, das mich immer begleitet hat. Und das Studium gibt mir jetzt eigentlich die theoretischen Grundlagen noch dazu. Und dort passt das perfekt. Ich habe bewogen, das Studium zu machen, um meine berufliche Standbeine zu erweitern. Ich komme traditionell aus der Marktforschung und wollte im Bereich CRM mir weiteres Wissen aneignen, neue Gebiete kennenlernen. Ich bin ein Jahr im Studium. Ich habe schon vieles gelernt, was ich wirklich direkt umsetzen konnte. Ich arbeite in einer kleineren Unternehmung und darum kann ich eigentlich recht viel, was ich hier mitnehme, auch eins zu eins umsetzen. Und das erhöht eigentlich den Nutzen an dem Ganzen. Ich habe, nach jedem Schultag habe ich eine ganze Liste von Tasks, die ich machen möchte. Und einen grossen Teil kann ich wirklich eins zu eins umsetzen. Alles unter einen Hut bringen, habe ich einerseits mein Arbeitspensum auf 90% reduziert. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Voraussetzung. Ich habe gemerkt, dass mit 90% arbeite ich mit Ausgleichsbedingungen. Ich habe reduziert auf 80%, damit ich wenigstens einen Tag alle zwei Wochen frei habe. Und dort mache ich nichts. Also das heisst, weder lernen noch irgendetwas. Das spannendste Gebiet ist ganz klar Analyse und Planung, weil ich in diesem Bereich arbeite. Da haben wir verschiedene Dozenten gehabt, die über Datenanalyse, Datenmodellierung, Datenmining, Umsetzung in Kampagnen und Messung der Wirkungen sehr interessante Inputs gegeben haben, die ich nachher jetzt brauchen kann in meiner Arbeit. Was sehr spannend ist an dem Studium, ist, dass es sehr praxisnah ist. Alle Dozenten kommen aus dem Business raus, sind wirklich hochkarätig, muss ich sagen. Zusammenhalt in der Klasse. Wir haben sehr viele unterschiedliche Charaktere in der Klasse, aber es war schon von Anfang an Zusammenhalt da gewesen. Ja, das Lässige ist auch noch, dass wir einen sehr guten Klassenzusammenhalt haben. Wir sind natürlich alle Spezialisten, die mehr oder weniger aus dem Bereich CRM kommen. Und wir verstehen uns sehr gut. Wir gehen viel nach der Schule auch noch zusammen auf das Bier, hier oben im Cotton Car.